Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Wochenorakel vom 27.06. bis 3.07. Ja, wir gehen in die ersten Julitage und ich hoffe für uns alle, dass wir einen noch warmen Sommer bekommen und nicht so viel Sturm und Regen wie im Juni. Der war ja sehr verregnet und eigentlich wie Aprilwetter ziemlich durcheinander. Ich hoffe, dass sich diesen Monat die Energien mal ein bisschen mehr wieder ordnen. So, ich habe euch drei Orakelsteine mitgebracht. Und zwar einen gelben Diamanten, einen hellblauen Diamanten und einen violetten Diamanten. Ich hoffe, man kann sehen, er ist nicht weiß oder durchsichtig, er ist wirklich leicht violett. Und der hellblau und hier ein schönes Gelb. So, stelle bitte zum Auswählen beide Füße fest auf den Boden. Fühle dich mit Mutter Erde verwurzelt. Fühle dich geerdet. Fühle dich vollkommen stabil und in deiner Mitte. Und jetzt entscheide dich ganz intuitiv, von innen heraus für einen der drei Diamanten. Wenn du magst, kannst du auch noch mal tief ein- und ausatmen, um vielleicht den Druck des Tages oder der Woche rauszulassen. Du fühlst dich ganz entspannt und vertraue deiner Entscheidung. Hab Vertrauen in deine Entscheidung, denn sie ist richtig. Wähle bitte jetzt. So, ich hoffe, du konntest deinen Stein ermitteln für diese Woche. Ich habe hier einen kleinen Aufbau diese Woche drin, weil ich mit euch was Neues vorhabe. Ich bin schon gespannt, wie es funktioniert. Ich stelle euch jetzt erstmal die verwendeten Karten vor und das sind einige. Wir haben diese Woche Energiekarten für die Wochenenergie. Und zwar einmal die kosmische Energie. Was sagt der Kosmos diese Woche zu den Energien, die auf uns herniederkommen? Und das ist aus dem Tarotbuch Der Schatten Teil 1 bei Los Garabeo erschienen, falls ihr euch für dieses Deck interessiert. Barbara Moore hat dazu das kleine Booklet geschrieben. Dann gibt es aus der Reihe Tarotbuch der Schatten auch Band 2. Das zeigt die irdischen Energien, die sich hier auf der Erde manifestieren. Das sind diese Karten und auch hier diese grüne, die wir auch in der Wochenenergie drin haben. So, dann haben wir diese Woche noch Karten dabei. Und zwar geht es um das Thema Liebe, Beruf und Finanzen. Habe ich aufgespalten, das ist ganz neu. Und da haben wir zum Thema Liebe, haben wir Claire's Emotion Cards. Die sind schon recht bekannt. Ich habe hier noch eine der ersten Ausgaben, darum noch in dieser Form hier. Das ist jetzt in einer schönen Schachtel. Wenn ihr euch für diese Karten interessiert, die sind erschienen von Nadine Breitenstein, werden von ihr direkt verlegt. Und da habe ich hier noch so ein Kärtchen, da könnt ihr mal gucken. www.kartenmedium-claire.de www.kartenmedium-claire.de oder ihr gebt Nadine Breitenstein ein. Dann findet ihr die Emotion Cards. Sehr gut für Liebeslegungen geeignet und für Beziehungsthemen. Zum Thema Beruf habe ich diese wunderschönen Lenormand-Karten, Vionas Lenormand-Karten. Die erhaltet ihr unter chance.nl. Das sind niederländische Karten, sehr schön gezeichnet.
Dann haben wir zum Thema Finanzen einen Aspekt drin. Den habe ich gezogen aus den Original-Engelkarten, erschienen im Kreuthof Verlag. Das sind so kleine Kärtchen, das ist auch ein hübsches kleines Buch mit dabei. So, schon jede Menge Karten. Dann haben wir noch den Rat der Engel oder des Kosmos. Hier habe ich es wirklich so gemacht, dass ich Karten für die irdischen Sachen aus dem Tarot gezogen habe. Und am Schluss ein Aspekt, das sind die hier unten. Sehr schöne Karten haben wir zum ersten Mal dabei. Aus dem Celebration of Love. Wunderschöne Karten von Eva M. Sackmar-Sullivan. Bei Schiffer Books kommen erschienen. Sind englisch. Die Karten und auch ein englisches Buch dabei sind 60 wunderbare Energiekarten. Und wie ihr sehen könnt, diese rosa Karten da oben sind noch so ein kleiner Lichtblick der Engel aus dem Deck von Jutta Bayer. Engel, Licht und Liebe Karten. Wunderschöne Zeichnungen, auch ganz frisch und hell gemalt, erschienen im Schirner Verlag. Da könnt ihr diese Karten finden. Auch ein kleines Heftchen mit dabei, wo etwas dazu erklärt wird. So, aber jetzt fangen wir an nach den Vorstellungen der ganzen Karten. Und wir beginnen mit den gemeinsamen Energiekarten. Und wie ich schon gesagt habe, zeigt uns diese Karte die kosmische Energie an, die diese Woche auf uns einwirkt. Und wir haben hier die 5 Feuer. Das habe ich richtig gesehen? Ja. Genau, und da sehen wir ihn auch schon, wie er hier so thront, dieser Mann, ganz kräftig. Im Hintergrund haben wir den Mars. Und also hier ist eine richtige Power drin. Das heißt, es kommen hier mächtige Energien aus dem Kosmos zu uns hinab. Da steckt sehr viel Feuer, Stärke, Marsenergie darin. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man diese Energien gut verarbeiten kann, gut verdauen kann, dass es nicht zu hitzig zugeht. Man muss sich ein bisschen innerlich abkühlen. Vielleicht kommen diese Woche auch noch ein paar heftige Gewitter, vielleicht gerade Dienstag, Mittwoch zu uns, kann auch bedeuten, weil die Mars-Energie ist besonders stark kommende Woche zwischen Dienstag und Mittwoch. Da haben wir nämlich Mond im Mars und da kommen starke Energien zu uns herab. Und dass wir das wissen, dass wir da nicht so auf Konfrontation gehen, wenn es da etwas hitzig wird. Der Mars selber bringt uns Schwung und Elan in die Woche. Wir sind voller Tatendrang und voller Tatkraft, fühlen uns von innen heraus gestärkt und kräftig und ist auch eine gute Energie, um einen Neustart zu planen oder um Dinge, die man schon etwas länger liegen gelassen hat, endlich anzugehen. Also das bringt uns hier der Mars mit. Und jetzt schauen wir mal, wie diese Energie sich auch im Irdischen dann noch auswirkt zusätzlich, was für einen Aspekt wir hier noch reinbekommen. Und das ist hier der Ritter der Münzen, den haben wir hier mit drin. Und der Ritter der Münzen, man sieht es schon, Münzenergie, geht es um Geld, also um ganz Irdisches. Und da er hier tätig ist, ist es eine Woche, die beruflich auch viele Aspekte bringt. Also wir sind sehr beschäftigt, haben einiges aufzuarbeiten und zu erledigen und können diese Energie wirklich ganz gut kanalisieren und dafür auch nutzen. Ja, also da ist schon eine riesen Power auch
dahinter. Also nutzt diese energetische Woche auch für berufliches Weiterkommen und Fortkommen. Also selbst wenn dich dein Beruf gerade ein bisschen nervt oder so, müsste mit der Energie dir das trotzdem leichter von der Hand gehen. Vielleicht auch Dinge in Ordnung zu bringen oder zu ordnen. Also das ist hier die Grundschwingung, die wir hier mit reinbekommen. So, wenn du dich für das erste Orakel entschieden hast, und zwar für Gelb. Gelb steht diese Woche für Fülle und Geld. Es passt zur Grundenergie der Pentakel, die wir hier haben im Irdischen. Das heißt wirklich, dass bei dir auch finanzielle Zuwächse kommen kann, dass allgemein Fülle bei dir reinkommt, dass ein Energieschub reinkommt und auch deine Lebensfreude hier verstärkt zu spüren ist. Also da ist sehr viel Energie und eine ganz positive Kraft auch dahinter. Jetzt schauen wir deine erste Karte an aus dem Tarot. Das ist so deine allgemeine Wochenenergie, die ich hier reinbekomme noch. Also deine persönliche zu deinem Orakel. Und das ist hier die 7 der Münzen. Und wie wir sehen können, nimmt sie hier die Äpfel vom Baum. Das bedeutet, es ist für dich jetzt eine Zeit angebrochen oder bricht eine Zeit der Ernte an. Du kannst jetzt Dinge ernten, deine Ernte einfahren. Darum auch hier die Fülle mit drin, der finanzielle Zuwachs, dass dir finanziell etwas zufließt, zuströmt, dass vielleicht auch bei der Arbeit leichtere Energien reinkommen. Es kann eine Beförderung sein oder eine Gehaltserhöhung. Wenn du selbstständig bist, mehr Aufträge, dass du vielleicht schon Dinge in eine Richtung gegeben hast und jetzt kannst du hier ernten, die Äpfel sind reif, jetzt runtergenommen zu werden. Ja, oder wenn du Projekte planst, dann kommen die jetzt in eine Endphase, wo man es dann wirklich zu Ende bringen kann, dass es fruchtbar wird. Also das ist alles damit gemeint. Also das ist eine sehr schöne Energie, die du hier diese Woche drin hast. Also sei nicht untätig. Wir haben ja die Mars-Energie diese Woche stark am Dienstag, Mittwoch drin. Nimm dir die Dinge, die jetzt reif sind. Ja, also wirklich hier auch den Mut haben, das dann zu nehmen. Also sehr ausgeglichen bei dir. Es ist eine sehr positive Grundstimmung hier drin. Jetzt gehen wir zu deinen nächsten Karten. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt mal was Neues ausgedacht. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Diese Karten hier stehen jetzt für die Liebe, die nächste für den Beruf und drunter ist eine für die Finanzen. Und wir schauen jetzt mal deine Liebesaspekte diese Woche an im Orakel. Und schau mal, ich zeige dir mal die Karten, nicht erschrecken, ja. Bei dir steht hier diese Woche drin, also ich sehe den Fokus bei dir wirklich auf dem beruflichen, finanziellen diese Woche, auch mit der Fülle. Es kann sein, dass bei dir diese Woche du vielleicht wieder in Kontakt kommst, emotional mit alten Themen, dass die ein bisschen in dir hochkommen. Dass es vielleicht auch, wenn es da um Rivalitäten ging, ja, dass da jemand dazwischen gefunkt hat, dass das jetzt wieder etwas in dir hochkommt. Und da geht es auch bei dir um Schutz, ja. Bleib in deiner Lebensmitte, bleib in deiner Lebensfreude, lass dir das nicht nehmen, lass dich da nicht in etwas reindrängen, auch wenn es vielleicht bei dir in Liebesthemen diese Woche jetzt nicht jibibie ist, sage ich mal so ausgedrückt. Ja? Also da geht es ein bisschen um Selbstschutz auch in Liebesthemen, dass man sich hier vielleicht auch zurückhalten soll, nicht auf Konfrontation auch geht, kann auch in Beziehungen sein. Ja? Also da geht es jetzt nicht um eine Trennung oder so, sondern wirklich
in Beziehungen, dass man, manchmal gibt es auch in Beziehungen so Rivalitäten, dass der andere meint, er muss dem einen zeigen, er ist besser und so weiter und er kann mehr. Und das trennt mehr, das schmerzt mehr, als dass es förderlich ist. Also schaut da ein bisschen drauf, dass auch diese Mars-Energie da nicht so zerstörerisch ist. Gerade wenn vielleicht auch beruflich bei euch viel zu tun ist, eben, dass ihr euch trotzdem dann so ein bisschen runterholt und gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht so, ja, dass man da die Kraft ein bisschen umlenkt. Ihr versteht, was ich meine, ja, dass man das ein bisschen abschwächt. Weil hier besteht halt wirklich sonst so, dass man sich emotional verletzen kann, ja. Also da diese Woche ein bisschen Obacht haben, weil wirklich ansonsten steht dir eine super Woche bevor, gerade im beruflichen und finanziellen Aspekt. So, die nächsten Karten, hier geht es um das Berufliche, das hatten wir ja bei dir schon im Fokus und wird jetzt hier nochmal gezeigt. Hier haben wir Mond und Wege und der Mond steht ja für die Erfolge und Erkenntnisse, wo man diese Woche hat. Und der Weg sind die Möglichkeiten, die sich dir zeigen. Ja, also hier sind wirklich Möglichkeiten, die sich auftun im beruflichen Bereich. Ja, also du wirst selber wissen, was das bei dir hier sein kann, was du geplant hast oder was beruflich hier ansteht. Es können auch berufliche Entscheidungen sein. Auf jeden Fall wird hier diese Woche etwas beruflich in den Erfolg gebracht oder man hat auch im Berufsleben interessante Erkenntnisse, die aber auch wieder Möglichkeiten oder neue Aspekte bieten. Ja, also sehr interessant. So, dann kommt der finanzielle Bereich. Da habe ich so ein kleines Engelkärtchen gezogen und schaut mal, da ist ein Torbogen drauf und da steht hier annehmen. Ja, und das bedeutet, mach dich offen für Fülle in deinem Leben und sei auch bereit anzunehmen. Das habe ich ja schon zu Beginn gesagt, bei deiner Grundenergie. Man muss auch bereit sein, die Ernte zu holen, also einzuholen, den Apfel hier zu pflücken im bildlichen Sinne und nicht zu verharren. Also fahr die Ernte ein, nimm Geschenke oder Gaben, die dir gegeben werden oder Angebote oder ein Entgegenkommen, nimm das an und sieh die Möglichkeiten auch dahinter. Das wäre hier nämlich so auch, wenn ich die anderen Karten betrachte, eine Gesamtaussage für dich diese Woche. So, jetzt schauen wir mal noch deine, ja, ich sag mal, Engelbotschaft. Es ging ja hier um das Irdische und jetzt kriegst du hier noch einen kosmischen Rat von den Lichtwesen. Und da hast du hier die Hoffnung. Schau mal, eine wunderschöne Energiekarte. Ich muss mal da unten lesen. Angels Love. Ach, es ist wunderbar. Das ist die Engelliebe. Die Engel beschützen dich. Schau mal, wie sie hier dieses, ja, dieses Baby in den Armen hält und die Welt. Also das heißt, auf der einen Seite wirst du beschützt, auf der anderen Seite wird die Welt beschützt. Das heißt, dein Umfeld, die Engel helfen schon, dass sich in deinem Umfeld die Dinge so ausrichten für dich, dass es gut ist. Ja, du bist unter ihrem Schutz. Und sie sind bei dir. Das soll diese Karte hier ausdrücken. Auch dieses Licht, das hier runterströmt. Sie schenken dir auch ein Stück weit von diesem Licht. Das ist ja da unten wie so Glimmer und Glitzer, der ausströmt. Und das ist auch dieses Gefühl der Fülle, das du hier angezogen hast, dass du diese Fülle auch spüren kannst, die aus dem Kosmos hinabkommt auf die Erde und somit auch zu uns Menschen und zu dir.
Ja. Und da du ja dieses Arbeiten hier auch drin hattest, dann ist das hier auch eine Botschaft, dass man, weil die Erde wird hier beschützt von den Engeln, aber es zeigt auch irgendwie, dass du dazu beitragen darfst, auf der Erde für Frieden und Harmonie und vor allen Dingen hier für Hoffnung zu sorgen, dass hier wirklich Hoffnung auf der Welt ist, dass nichts umsonst ist, ja. Und das ist diese Lebensfreude, die auch aus deinem Inneren in dein Umfeld strahlen kann. Also lass dieses Strahlen aus dir rausbrechen. Damit bist du auch eine wunderbare Bereicherung für dein Umfeld und hier auch für die Erde selbst. Also das ist wirklich eine traumhafte Botschaft. Und wenn du ein bisschen Freiraum findest die Woche, vielleicht gerade zu Ende der Woche hin, da haben wir entspanntere Energien, da ist dieser Mars-Einfluss nicht mehr so da. Da hast du auch die Möglichkeit, mehr dieses Umfangensein, dieses Behütetsein zu spüren, ja. Gerade wenn es am Anfang der Woche ein bisschen hektisch und umtriebig ist, wird es zu Ende der Woche wesentlich ruhiger und es ist eine größere Harmonie auch in dir selbst da. Also wunderschöne Botschaften, die hier reinkommen. Und jetzt kriegst du hier noch dein Engellicht und Liebe-Kärtchen obendrauf. Oh, das ist ja schön. Guck mal, da hatten wir Gelb-Orange und das ist hier total drin. Und hier haben wir Heiterkeit. Dein wahres Sein ist Heiterkeit. Ja, diese Lebensfreude, was ich schon ausgedrückt habe, das aus deiner Mitte heraus strahlt, dieser strahlende Funken, den du in die Welt trägst. Und das ist so diese himmlische Botschaft auch für dich. Und hier steht auch noch drauf, Erzengel Jophiel. Das ist diese Woche auch dein Begleiter und Ansprechpartner bei allem. Also viel Erfolg, gutes Gelingen. Ja, und wirklich Fülle wird dir zuteil. Wunderschöne Botschaft für dich. So, jetzt gehen wir zum nächsten Orakel. Wenn du dich für hellblau entschieden hast und hellblau steht für Wasser hier, für ein Fließen, dass etwas in Fluss kommt. Und dass auch etwas bereinigt wird oder gereinigt wird. Jetzt schauen wir mal, was das hier sein könnte. Und deine Botschaft aus dem Tarot für das Irdische hier ist der Ritter der Stäbe. Schau mal, das ist einmal die Feuerenergie, das passt ganz gut auch zum Mars, wo ich ja schon zu Beginn gesagt habe, dass alles angetrieben wird. Und bei dir geht es diese Woche schon auch mit Blau und auch mit dieser Karte hier auch nämlich mehr um das Berufliche. Hier geht es. Vielleicht, es muss nicht nur Beruf sein, es kann auch um Hobbys gehen, weil wir haben hier die Ritualarbeit einmal drin, dass du vielleicht, wenn du irgendwelche spirituellen oder esoterischen Produkte oder irgendetwas herstellst, vielleicht in gewissen Ritualen das machst, dann ist hier eine verstärkte Präsenz zu spüren. Oder wenn du selbst spezielle Rituale machst, dann ist hier auch eine stärkere Aktivität drin. Vielleicht möchtest du irgendwas in Fluss bringen, wie schon gesagt, oder ein Thema bereinigen. Dann wären sowas hier mit drin. Aber allgemein berufliche und private Tätigkeiten sind hier angesprochen. Wenn die jetzt noch in der Planungsphase sind, dann kommt hier auch ein Energieschub mit Mars rein und hier, dass etwas in Fluss gebracht wird, dass eventuelle Behinderungen oder Blockaden auch entfernt und weggespült werden.
Ja, also hier, das ist ja so im Kreis angeordnet, wird eine Sache für dich rund, ja? Es wird vollständig, wenn noch irgendwas gefehlt hat zum Beispiel. So, jetzt schauen wir bei dir auch die Liebesaspekte diese Woche an in deinem Orakel. Und da haben wir hier zwei Karten, einmal Gerechtigkeit und einmal aktiv werden. Ich zeige dir das auch mal. Ja, also einmal geht es bei dir diese Woche um Ausgleiche finden, vielleicht Ausgleich zwischen Beruf und Liebe oder zwischen Kinder und Berufsleben. Ja, also solche Dinge, dass hier etwas ausgeglichen wird, dass man vielleicht auch gewisse Absprachen trifft. Also hier geht wirklich um eine Harmonie auch herstellen. Und mit Aktivitäten geht es darum, dass gerade im Thema Liebe nicht immer nur die anderen oder der andere aktiv sein soll, sondern du dich selbst auch mehr aktiv einbringen darfst oder vielleicht auch mal eine Einladung aussprechen oder sonstige Aktivitäten auch mal von dir ausgehend einbringen. Also da liegt so die Karte eben bei dir oder wenn noch jemand auf einen Anruf wartet oder sonstiges, gerade in Beziehungspartnerschaft eben, dann wäre hier die Aktivität bei dir und du kannst damit Dinge in Ausgleich bringen, in eine Harmonie bringen und damit auch eine gewisse, ja, Stabilität und auch innere Harmonie schaffen. Trotzdem liegt dein Fokus, wie auch schon beim ersten, diese Woche mehr auf beruflichen oder auch hier waren es mehr auch finanzielle Themen und wirklich hier bei dir auch mehr das Berufliche oder Hobbymäßige, Freizeitmäßige ist bei dir hier mehr im Vordergrund als das Liebesthema an sich. Aber trotzdem hast du hier wichtige Hinweise bekommen. Dann schauen wir die nächste Karte zum Beruflichen an, was wir hier noch für Aspekte reinkriegen. Und da haben wir hier einmal die Störche und hier haben wir den Bären. Und die Störche stehen für Veränderungen und der Bär auch für Wichtiges. Also es können hier einmal wichtige Veränderungen sein, bei manchen vielleicht sogar auch größere Veränderungen im Beruflichen, wo ansteht. Oder das, was umgestellt wird, umstrukturiert wird. Manch einer empfindet es vielleicht als größer, wie es tatsächlich ist. Es kann aber auch etwas sein, wo man sich selbst ein bisschen innerlich umstellen soll in Verbindung mit Vorgesetzten, weil der Bär kann ja auch ein Vorgesetzter sein, ein Chef oder ein Abteilungsleiter oder einfach jemanden im Berufsleben, der einem vorsteht und wo ein gewisses Sagen hat und dass es da vielleicht irgendwelche Umstellungen oder Veränderungen gibt, das kann hier auch reinspielen. Es ist auch immer so ein Hinweis, manchmal so bei den Störchen, dass manches auch so ein bisschen hin und her geht. Vielleicht ist auch eine gewisse Unruhe drin oder es geht schon länger so hin und her. Und dann kann jetzt mit den Bären vielleicht auch wieder eine gewisse Struktur und Ordnung reinkommen, was ja gut wäre, wenn sich jetzt Dinge wieder ein bisschen für dich ordnen. Vielleicht kriegst du auch eine Nachricht von einer Person, von einer wichtigen und dann kommen die Dinge wieder für dich in Fluss, weil es geht ja mit Blau darum, dass etwas in Fluss kommt. Und wir hatten ja hier beim Arbeitsthema, dass eine Sache wieder rund wird und hier dann auch ins Laufen kommt. Ja? Also auch positiv zu sehen. So, dann schauen wir deine nächste Karte an, die für die Finanzen steht. Ja, und da haben wir hier die Freiheit. Und wenn wir da mal hinschauen, ist da auch so, ja, wie am Badesee ist dieser Engel oder am Meer. Ja, also finanzielle Freiheit, darum geht's. Ich meine, Blau ist auch die Farbe der Freiheit, es ist die Farbe Wasser, Luft, ja, also alles, was fließt, eine gewisse Weite, wo keine Begrenzung ist. Und das heißt für dich, dass in den Finanzen diese Woche auch ein bisschen Freiheitsbewusstsein reinkommt. Ich meine,
Es ist ja im Übergang, vielleicht gibt es auch Geld, jetzt hat man wieder eine gewisse Freiheit, kann vielleicht sich irgendwas anschaffen, was man wollte. Oder du hast vielleicht sogar jetzt einen Urlaub in der ersten Woche geplant oder Ende der Woche oder eine kleine Reise, weil halt hier auch dieses Wasser drauf ist. Dann ist das auch ein Gefühl von Freiheit oder dass man sich auch das dann auch leisten kann, ja. Oder in der Freizeit, dass du irgendwelche Unternehmungen planst, die vielleicht auch was kosten, dann ist da jetzt ein Fluss da. Ja, also sei es ein Urlaub oder ein Ausflug, es ist eine gewisse Freiheit da. Also sehe es finanziell ganz gut für dich diese Woche. So, und jetzt schauen wir noch, ich lege das gerade mal so auf den Haufen, schauen wir noch die letzte Karte an, das wäre die Engelbotschaft. Wir hatten ja bei der Tarotkarte wieder das Irdische. Und jetzt kommt hier der Impuls, der Wochenimpuls, was die Engel hier reingeben, was der Kosmos dir mitteilen möchte. Ja, ich kann das nicht richtig aussprechen. Gratitude müsste es sein. Das ist die Dankbarkeit. Jetzt zeige ich dir mal die Karte mit den ja fast schon fliegenden Delfinen. Und ich lese mal, was da unten steht. Ja, also die Dolphins in der Sonne. Also das ist eine Delfinbotschaft, ja. Und die Delfine bringen ja hier auch Freiheit, wenn sie so in der Natur sind und durchs Wasser springen. Sie sind freudig. Hier ist auch wieder Wasserenergie drin. Der freie Fluss spült alles weg, spült Blockaden weg, spült Schwierigkeiten aus dem Weg. Alles wird leichter und das sagt diese Karte hier auch. Und mit dem Gefühl der Dankbarkeit schaffen wir auch ja, innere Freude und innere Freiheit, weil du darfst dankbar sein. Ja, dankbar für dein Sein, dankbar, dass es dir gut geht, viel besser als manch anderen. Und diese Dankbarkeit sich auch bewusst zu machen und bewusst in dein Leben zu holen, dass du dankbar sein darfst. Das schafft auch Blockaden oder Begrenzungen niederzureißen. Und bei dieser Karte geht es auch darum, jeden Tag als Geschenk zu sehen und im inneren Fluss zu sein und im Einklang mit sich selbst und den Menschen zu sein. Also freue dich, das ist so deine Botschaft der Himmel. Und jetzt schauen wir noch dein Engelkärtchen an von den Engel Licht und Liebe Karten. Die sind ja so nett. Ja, schön, da haben wir auch Blau drin. Du kriegst hier Omega. Ich lese dir das mal vor. Jedes Ende ist ein strahlender Beginn. Und also bei dir ist Erzengel Metatron steht hier dabei, also das ist dein Begleiter der Woche, dein Ansprechpartner. Und wir wissen, Erzengel Metatron bringt ganz viel in Veränderung. Ja, ist einer der Himmelsfürsten und er hilft dabei, also mit Sicherheit bei dir auch Dinge in Fluss zu bringen und auch Blockaden rauszuräumen, weil er da auch viel Veränderung schafft. Dieser Wasserfluss, der hier mit drin ist, strahlendes Blau bis Violett ist ja. Also dunkelblau bis violett ist ja Metatrons Energie und wirklich jedes Ende ist ein strahlender Beginn. Ja, also wenn du hier diese Woche auch Dinge hinter dir lassen kannst, vielleicht die weggespült werden, weil wir hatten ja bei dir auch den Veränderungsprozess. Hier war das ja fürs Berufliche auch angezeigt, dass vielleicht Umstellungen kommen und also nimm diese Sache an der Veränderung in deinem Leben. Also eine sehr schöne Botschaft. Und wie gesagt, Erzengel Metatron ist diese Woche ganz stark bei dir. Ich lege dir mal den hier so drauf. So, und dann gehen wir zum letzten Orakel, wenn du dich für Violett entschieden hast. Und wir haben hier den violetten Stein. Ja, es ist so hell, man sieht das jetzt nicht richtig, dass er violett ist. Ja, und violett ist die Farbe der Spiritualität.
Und Violett ist auch die Farbe von Transformation oder dass etwas abgelöst wird. Aber hier ist, so wie ich es spüre, die Spiritualität diese Woche absolut im Vordergrund. Jetzt schauen wir mal deine erste Karte an. Und du hast eine große Arkana bekommen, und zwar die Hohepriesterin. Ist das nicht eine zauberhafte Karte? Ja, und wer könnte aus dem Tarot die Spiritualität besser darstellen als die Hohepriesterin? Es ist eine sehr spirituelle Woche. Du bist stark in deiner Intuition, in deinen spirituellen Begabungen. Vielleicht arbeitest du auch schon spirituell. Ansonsten hast du einen spirituellen Schub. Mit Violett kann immer sein, dass du in einem Umwandlungsprozess schon länger stehst. Und das ist ja hier so abgebildet wie ihr eigenes Spiegelbild. Ja, in diesem Verwandlungsprozess sich selbst betrachten. Und mir ist es, wenn ich das Bild betrachte, wie wenn die Person selbst aus diesem Licht herausgetreten ist und ja, selber sich betrachtet und erstaunt ist über die eigene Verwandlung. Vielleicht wirst du dir diese Woche ziemlich gewahr, was du für einen Wachstumsprozess in den letzten Monaten durchgemacht hast. Ja, und das zeigt sich bei dir auch auf spiritueller Ebene. Du hast viel dazugelernt. Deine Begabungen sind am Wachsen oder sind schon ziemlich angewachsen. Ist ja bei jedem unterschiedlich, je nachdem, wie lange man sich schon damit beschäftigt. Aber hier ist wirklich ein Schub drin. Und wenn du Zeit hast diese Woche, nutze wirklich die Zeit zum Meditieren oder wenn du channelst oder Karten legst oder Heilarbeit machst, nutze diese Woche. Sie wird dir auch noch weitere und neue Erkenntnisse bieten. Ich nehme hier wahr, dass gewisse Schleier sich für dich lichten werden. Und mit der Wochengrundenergie werden sich bei dir auch einige Dinge richten und neu ausrichten und ordnen und strukturieren. Dein Kronenchakra ist diese Woche weit, weit offen, ja. Vielleicht spürst du es auch, wie die höheren Mächte daran arbeiten. Das kann auch sein, dass du da stärker am Kopf Bewegungen spürst oder manchmal wie ein Windhauch. Also ich selbst nehme das auch immer wahr, wenn die da rumwerkeln und das kann bei dir diese Woche auch ganz stark der Fall sein. Also freue dich. Sehr schöne Energie. So, dann gehen wir in deinem Orakel auch zur Liebesbotschaft. Ich habe zwei Karten gezogen aus den Emotion Cards und da sehen wir die Liebesaspekte, die hier reinkommen. So, und bei dir sind zwei Dinge diese Woche drin. Wir haben hier einmal die Beziehungsarbeit. Das heißt, in einer bestehenden Beziehung sollte aufeinander Acht gegeben werden. An einer Beziehung muss man immer arbeiten, die darf man nie vernachlässigen. Hier kommt eine verstärkte Energie rein, dass man an der Beziehung arbeitet, dass man aufeinander zugeht, füreinander da ist, dass man vielleicht Dinge aufarbeiten kann in der Beziehung, die etwas liegen geblieben sind. Auch in Beziehungsthemen können gewisse Dinge nach hinten geschoben werden und die werden jetzt diese Woche wieder präsent. Bist du in so einer Wechselbeziehung, wo es nicht so richtig weißt, dann wäre auch hier wichtig, dass man daran arbeitet, um weiterzukommen. Und wenn man Single ist, natürlich
würde das auf einen zukommen. Das heißt, dass man natürlich daran arbeiten soll, auch innerlich, dass man sich für eine Beziehung öffnen kann. Das ist ja auch eine Arbeit manchmal, wenn man vielleicht aus einer Beziehung raus ist, die nicht so gut war. Und da kommt für mich hier auch diese zweite Karte als Aspekt herein. Gerade vielleicht als Single oder in einer schwierigen Beziehung oder so On-Off-Sachen, dass man sich hier auch so ein bisschen ausgebrannt fühlen kann, weil man ist ja auch mit dieser Karte unheimlich sensibel und aufnahmefähig diese Woche und dann kann man das auch, wenn das manchmal so ein bisschen hängt und manchmal, wenn man an der Beziehung am Tun ist, dass einem das auch manchmal so ein bisschen arg viel Energie kostet. Und gerade, wenn man so sensibel diese Woche ist, dass das wieder vermehrt hochkommt. Ja? Also hier ist es ganz wichtig, diese Woche schon aufeinander zugehen, sich Zeit zu nehmen füreinander, aber dass man nicht sich irgendwie erdrückt fühlt oder alleingelassen oder zu viel davon, das ist diese zweite Karte, ist es wichtig, diese Auszeiten auch für dich zu nehmen, um dich energetisch zu laden. Und hier wirklich vielleicht doch mal zu meditieren oder einen kleinen Spaziergang zu machen. Also nimm dir diese Woche auch Zeit für dich. Das wäre hier so mein Hinweis an dich. So, dann gehen wir zum nächsten, ja, zwei Karten oder zu den nächsten zwei Karten. Die habe ich gezogen für Aspekte zum Berufsleben bei dir diese Woche. Und da haben wir Kind und Herz. Das bedeutet, Neuigkeiten können dich erreichen, neue Dinge, Kleinigkeiten. Also ich sehe hier keine große Veränderung oder den riesen Neubeginn. Ich habe hier kleinere Dinge, die diese Woche beruflich auf dich zukommen können. Aber du arbeitest mit Herz und Leidenschaft daran. Vielleicht erreichen dich auch irgendwelche schönen Neuigkeiten beruflich. Und beruflich ist hier der Hinweis, wirklich nur die Dinge tun, die einem auch am Herzen liegen, die einem besonders Freude machen, dann gehen die auch mit Leichtigkeit hier von der Hand, ja. Und vielleicht hast du auch neue Ideen und Inspirationen, weil du hast hier diese Grundenergie mit der Hohepriesterin. Priesterin, die bringt ja auch immer so neue Inspirationen mit rein und vielleicht kommt das auch beruflich. Und es kann ja auch sein, dass du schon spirituell auch arbeitest. Ja, dann wäre das ja auch das Herzthema von dir. Und dass da wirklich Neues auch reinkommt. Bis hin zu neuen Kunden geht auch. Ja, also sehr schön. Oder dass die hier auch spirituell Botschaften reinkommen, die sich auf deinen Job dann auswirken. Jetzt schauen wir noch die Aspekte der Finanzen an. Auch ganz wichtig. Und da hast du die Botschaft Effizienz. Ja, also du hast super Karten diese Woche, ja, spirituell und also wirklich gute Karten und also finanziell solltest du halt ein bisschen schauen, gerade vielleicht als Selbstständige, arbeite ich effizient, ist es sinnvoll, vergeude ich irgendwohin Energie oder Zeit, weil Zeit ist auch Geld. Ja, das wäre hier mit Effizienz gemeint. Oder wie organisiere ich mich? Wie organisiere ich meine Projekte? Rennt mir da irgendwo Zeit weg und das bringt mir dann nachher auch wieder kein Geld? Oder gebe ich Energie in Projekte, die ich eh nicht umsetze? Also hier auch ein bisschen mit der Grundenergie der Woche, Ordnung und Struktur. Vielleicht auch hier mal hinschauen, ja, wo kann ich da Ordnung reinbringen, wo kann ich effizienter arbeiten und auch als Angestellter, ja, gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten, wo vielleicht effizienter für mich sind, ja, oder wenn wir immer nur arbeiten und arbeiten und gar nicht vielleicht in der Arbeit uns darüber schon mal Gedanken gemacht haben, ja, wird meine Arbeit überhaupt so vergütet, wie sie sollte? Also manche vergessen wirklich, sind schon ewig in Betrieben und vergessen auch mal den Vorgesetzten anzusprechen, wie das denn aussieht nach so langer Zeit mit Gehaltserhöhung und etc. pp. Das kann auch alles mit Effizienz
gemeint sein. Also du selbst spürst am besten, was diese kleine Karte hier zeigen will. Sie hat ja auch ein nettes Bild hier noch drauf, das ja auch ganz symbolisch ist. Ja, also hier sehe ich Chancen, dass finanziell Potenzial, wo es steckt, wo du selbst nicht sehen kannst oder dich da kleiner machst und das dir dann nicht so zufließt. Also spür da mal in dich rein. Man kann den finanziellen Fluss zur Fülle auch lenken. Ja, so. Dann schauen wir deine Karte an, die die himmlische Energie praktisch symbolisiert, was hier die Engelkraft, die kosmische Kraft zu dir diese Woche bringt. Und da haben wir Goodness. Ja, und das ist hier die Güte und hier ist auch die Herzensgüte mit gemeint. Und ich schaue, wir sehen im Hintergrund, also wir sehen hier im Vordergrund, sehen wir so eine Pyramide, die oben leuchtet und im Hintergrund wie so ein Planeten, der aufgeht. Also es geht bei dieser Karte darum, dass da kommt ja so ein Lichtschimmer hoch. Das Licht erhält das Dunkle. Und also da wir ja die Spiritualität bei dir ganz stark haben, ist es schon auch, dass du ein Lichtarbeiter bist. Und dass die Liebe ja in dir selbst auch in die Welt getragen werden möchte. Dass du hier, das ist, ich sehe das wie so ein Sonnenaufgang, nehme ich das Bild hier wahr und wie so eine Veredelung an der Spitze, ja, also dass du vielleicht auch eine spirituelle Veredelung diese Woche erlebst, wie einen spirituellen Aufstieg und dass du ganz wichtige Funktionen auch hast und dass du das auch erkennst. Also das ist, was ich hier so wahrnehme. Also das hat ganz viel hier mit deinem spirituellen Tun, mit deiner eigenen spirituellen Entwicklung hier zu tun. Sehr schön. So, und jetzt schauen wir auch mal deine Engellicht- und Liebebotschaft an. Ja, und die ist auch schön. Schau mal, da hast du Violett und Rosa und Violett in allen Tönen drin. Und ich muss mal lesen. Seelenglück, das Glück, einen Stern in sich zu wissen. Du wirst unendlich geliebt. Ja, das ist ja eine Wahnsinnsbotschaft. Das Seelenglück. Deine Seele ist am Strahlen, so nehme ich das diese Woche wahr. Und auch, was ich hier gesagt habe, mit der spirituellen Veredelung, das ist so ein inneres Glück aus dir heraus, dass du auch spüren kannst, du bist in diesem Kosmos gehalten, geliebt, ja. Ich schaue gerade nochmal, einen Stern in sich zu wissen, ja, das ist der Funke Gottes, das ist mit dem Stern gemeint, dass man diesen Stern, diesen Funken in sich trägt, dass man das weiß und auch für dein Tun und dein Sein sagen die Engel dir, du wirst unendlich geliebt. Ein Stück weit möchte man auch, dass du diese Liebe, die uns eigentlich allen geschenkt wird, dass du die auch wahrnehmen kannst, ein Stück weit. Ja? Wir hören das ja oft, wenn man so ganz spirituelle Begegnungen hat. Dann erfährt man so eine innere Wärme und ist auch so sicher in seinem Ton. Und das spüre ich hier auch heraus, dass du spüren sollst, ja, wie schön das ist, dass man so gehalten ist und so geliebt ist und wie wertvoll man ist. Also eine ganz spirituelle Woche für dich. Also mit dem ganzen Violett und was du hier drin hast, ganz, ganz besonders.
Also, es war für mich auch neu, jetzt mal das so aufzusplittern in Liebe, Beruf, Finanzen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das gefallen hat, ob ihr das gut fandet, dass sich das so aufgesplittert hat oder ob ich es wieder wie früher machen soll. Alles in einem, dass eine Karte viele, viele Aspekte anzeigt oder ob ihr das gerne so habt, dass ich das einzeln aufsplitte. Also was mir aufgefallen ist bei allen drei Orakeln, dass wirklich das berufliche, finanzielle diese Woche im Vordergrund steht. Dass zwar Liebesthemen, Beziehungsthemen auch wichtig sind, aber ich spüre, da habe da nicht so den Fokus drauf gespürt, außer vielleicht beim letzten, wo noch Beziehungsarbeit drin war. Aber in den ersten zwei hatte ich den Eindruck, dass es wirklich auf die anderen zwei Themen diese Woche mehr der Fokus ausgerichtet ist. So war mein Empfinden. Ja, also ich fand es auch ganz spannend, das mal so zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch viel gebracht, viel gesagt. Ich freue mich ja immer, wenn das dann auch nützlich ist. Und wir hören uns wieder kommende Woche. Genießt eure Zeit, genießt die Woche, lasst es euch gut gehen. Seid ganz lieb, umarmt von mir. Und ja, ich freue mich natürlich über Likes oder Kommentare oder verfolgt meinen Kanal. Also könnt ihr abonnieren oder auch meine Facebook-Seite liken. Da freue ich mich natürlich auch. Die könnt noch ein bisschen Wachstum gebrauchen. Und wenn du eine persönliche Beratung möchtest oder irgendwelche Fragen hast zu Beratungen oder auch Energiearbeit, wo ich mache, dann melde dich einfach bei mir. Also, alles Liebe, gute Zeit, eure Dani. Ciao!